Was geht ab, Leute? Nerdalert Games und willkommen zurück zu Far Cry 5. Das Witzige ist, das Flugzeug hat überlebt. Wir brauchen Hilfe! Wiederhole, wir brauchen Hilfe! Die Peggys reißen die Tore ein, falls jemand in der Nähe ist. Beeilung! Keine Ahnung, wie viel Zeit uns noch bleibt. Wir sind schon unterwegs. Das wird wieder ein Gemetzel geben. Kann ich hier über die Mauer klettern? Das wäre irre. Wofür habe ich denn den scheiß Kletterhaken, damit ich ihn nicht benutzen kann? Aber hey, hier geht's drüber. Ich gebe denen keine Befehle, die schießen schon alleine. Das ist ein Freund. Die sind doch bestimmt schon drin. Gott, nee, das Ding ist gar nichts für mich. Schafft ihr die Schweine? Gib keinen Fingerbreit nach! Ja, werde ich nicht. Oh oh. Ich brauche einen Sanitäter! Scheiße! Rookie! Mehr Munition! Da hast du uns den Hintern gerettet. Die werfen sich jetzt schon seit Tagen gegen diese Mauern und hören nicht auf. Das ist ein echtes Hornissennest. Max auf der Straße! Verdammt! Sunny! Rookie, ich brauch dich auf der Mauer. Nächstes Mal nehme ich einen Sniper mit, anstatt so ein Gewehr. Auf geht's hier hoch. Die Kavallerie ist doch da. Ja, perfekt. Dafür habe ich einen Raketenwerfer mit. Rückstoß ist heftig mit der Waffe. Sie sind an der Westmauer. Sie kommen auf dich zu. Westmauer. Oh ja. Westseite. Pass auf. Sie kommen von der Westseite. Wo wollen die denn dahin? Säcke. Sie sind durchgebrochen. Pass auf, sie kommen auf dich. Oh! Ist aber nur einer. Das war eine tolle Ablenkung. Mein pinkes Gewehr wird da schon richten. Und über euch richten. Ich sehe gar nichts mehr. Kein Thema. Oh, der Truck! Das war knapp. Puh. Das war irre knapp. Rogers, irgendwo ist ein Schweißgerät. Footy hat es, so let's hol es dir. Du bleibst bei mir. Fangt an, Schrott zu sammeln und wenn ihr dafür die Türen von den Zellen abreißen müsst, dann tut es. Und jetzt los, wir haben wenig Zeit. Gibt's Probleme? Nein. Ein paar der Peggys wollten hier hoch. Die sind erledigt. Tür! Ist nicht so schlimm. Das wird wieder. Nur immer draufdrücken. Weißt du, ich sollte letztes Jahr in Rente gehen. Hatte Angst, dass ich mich langweile. Ey, willst du uns vorstellen oder stehen wir hier nur rum und wackeln mit dem Arsch? Tracy! Ach, fick dich, Virgil, nicht heute. Ich hab's doch gesagt, vulgäre Ausdrücke sind ein Zeichen für du trägst deinen Button nicht. Nein, ich trage ihn nicht. Ich brauche einen Schadensbericht. Aber wir sind Cougars. Eigentlich nicht. Siehst du, ich trage meinen Button. Der Sheriff trägt seinen Button. Der Mann hier... Tut mir leid, wer ist das? Einer meiner Deputies. Ich dachte, deine Deputies wurden geschnappt. Der hier nicht. Er hat Edens geht so richtig eingeheizt, habe ich gehört. Ist das so? Tja, ich hoffe, du willst dich hier einbringen. Wir brauchen keine Schnorrer.
Tracy ist in Ordnung, sobald sie dich näher kennt. Und sie hat nicht ganz Unrecht. Es ist einiges zu tun hier. Hör dich einfach um. Schön, dass du hier bist, Rookie. Schon besser. Was ist mit dem Opa los? Bin mir nicht sicher, wie lange wir hier noch aushalten. Das hat uns schon mal einen riesen Vorsprung gegeben. Wir müssen sie auffüllen, solange wir noch können. Um ehrlich zu sein, dachte ich nicht, dass ich dich nochmal wiedersehe. Nach dem Absturz kann ich mich nur an Nebel erinnern. Dann bin ich durch ein Feld gelaufen. Und dann sah ich sie. Du hast sie auch gesehen, oder, Rookie? Was auch immer sie sagt oder verspricht, sie lügt. Halte dich von ihr fern, oder dir geht es wie dem Marshall. Das Bliss. Es lässt dich alles vergessen. Du fühlst dich frei. Du willst für immer dort bleiben. Aber es ist nicht real. Nichts von all dem. Hätten Virgil und Tracy mich nicht gefunden, wäre ich immer noch da draußen. Schwimmend in einem Meer aus Bliss. Ein Gefangener in meinem Kopf. Sie haben mich gerettet. Die Cougars, das sind gute Leute, aber sie sind ziemlich am Ende. Wir müssen ihnen helfen, Rookie. Niemand sonst tut das. Eine Sache noch. Wir hatten einen Arzt, naja, einen Tierarzt, aber er tut sein Bestes. Er ist vor ein paar Stunden verschwunden. Keine Ahnung wie oder warum. Halt die Augen nach ihm offen, ja? Okay. Wir brauchen jeden Typen, den wir kriegen können. Ich sehe dich suchen, aber du wirst verloren. Die Peggy, Scheiße. Haben wir neue Waffen? Ich glaube nicht. Ich bin irre interessiert an so einem richtig guten Scharfschützengewehr gerade. Weil ich das Gewehr, was ich gekauft habe, scheiße finde. Aber ich habe wieder richtig gut Geld bekommen. Mhm. Ecken produzieren keine Geräusche. Und wo ist jetzt der Unterschied? Achso. Ich nehme den runden, weil einfach teuer, ey. Und erweitertes Magazin bitte auch. Nehmen wir die Sniper mit. Ja, ich bräuchte so langsam aber sicher den dritten Waffenslot. Waffensammler. Ich war die Ratte im Labyrinth auf der Suche nach dem immer selben Stück gammeligen Käse. Okay, alles klar. Die drehen langsam echt die Alarmrad. Das ist eine Welt jenseits des Labyrinths. Okay, ich weiß nicht so richtig, wo ich hingehe. Erstmal Vorteile. Waffensammler 9. Dann sparen wir rein. Und wir wollen mal auf die Karte gucken. Tja, Problem ist nur, ich komme jetzt leider nicht mit Flugzeug voran. Immer wieder hier hinfliegen ist kacke. Boah, bis dahin ist nicht irgendwas in der Nähe. Ne, das ist die Hauptmission, die wir gerade brauchen. Hatten wir auch schon nach ihm. Nichts verschwindet. Es ist eine Welt, die gibt. Und... Oder soll ich besser die Mission einloggen? Moment, das ist so ganz woanders. Ah, nee. Ist doch hier. Bleibt uns nichts anderes über. Oh, ich darf hier nicht raus. Aber der hat auch noch eine Mission für uns, denke ich. Wo ist der? Wo ist der? Macht der denn da? Na, die sind in Konflikt gerade. Na komm, es sind nur 1,7 Kilometer. Du wurdest gesegnet. Okay. Was auch immer das heißen mag. Hui. Das ist ein Helikopter. Ja, das war actionreich.
Kann ich nicht hier einfach rübersteigen? Das ist doch zum Kotzen. Sind so kleine Sachen. Vorsicht, wenn die Peggys uns aufhalten. Keine Waffen drin. Nicht schlimm. So kommen wir richtig schnell voran. Es sollten auch einige Camps befreien, sodass ich Schnellreisepunkte kriege. Das sieht mir definitiv nach einem aus. What the hell, ey? Ah, ich will meinen Helikopter nicht opfern. Dann packen wir den hier an der Straße und laufen den Rest. Die kriegen aber auch gar nichts mit. Schön vom Weiten, Schalldämpfer, ist das nicht geil. Lass mal gucken, was wir da überhaupt haben. Niemanden. Ne, niemanden. Gehört schon uns. Ahoi! Ahoi, hier ist Sharky. Ihr veranstaltet bestimmt irgendwas Dämliches. Aber die Mission interessiert mich, aber ich möchte erst ein bisschen vorankommen. Wieder zurück. Hoffentlich fährst du besser, als du schießt. Aber hallo. Ich arbeite dran, lockerer zu werden. Ahoi. Da rüber. Über den Berg. Da, hä? Ja. Ist ja klar, was wir jetzt hier machen. Nicht so gut. Gott. Der lebt nicht mehr lange. Aber auch nicht, wenn ich da nicht gleich weggehe. Alter. Was ist mit dem? Puma hat's erwischt. Was ist die Olle? Weg. Naja, Hauptsache gerettet. Ist das Ding nur einsatzbereit? Ich hoffe doch mal. Und jetzt habe ich das Ding schon 5-mal explodiert. So, hier. Guck doch mal. Das Sägewerk ist da hinten. Also ganz woanders hinten. Hier hinten, denke ich mal. Wieder ordentlich am Kämpfen. Ich lande mal hier. Ach du Scheiße! Gott, Gott! Im letzten Augenblick. Hoch auf meinen Raketenwerfer. Schaden ist schon mega gering, ne? Zollert! Schieße ich auch noch daneben 5-mal. Guckt euch den Mist an. Ah, war ein Sekten-VIP. Oh mein Gott, das dauert nicht zu lange. Wofür habe ich das Ding?
ich jetzt ausnahmsweise mal nicht benutzen. Okay, fast befreit. Ich denke, krauchen noch welche rum. Kann er mal den Kopf hoch machen? Ach, danke, dass du mich gerettet hast. Mein Name ist Dr. Charles Lindsay. Ich gehöre zu einer Gruppe, die sich südlich von hier im alten Gefängnis verschanzt hat. Faith und ihre Angels versuchen seit Tagen, uns zu kriegen. Ich habe hier draußen nach einem Weg gesucht, sie zu stoppen, als mich die Sekte erwischt hat. Ich glaube, ich habe einen Weg gefunden, die Angels anzulocken. Aber die Zutaten für den Köder sind in meiner Tasche. Und die haben die Peggys in den Teich geworfen. Ich kann nicht schwimmen. Ich weiß, tut mir auch leid, aber ich muss dich bitten, sie für mich zu holen, bitte. Das ist ein Idiot. Was für eine dämliche Mission. Egal, wir haben hier noch einen zu befreien. Brauchen die Punkte. Ich hab mir fast in die Hose gemacht. Ein Glück bist du vorbeigekommen. Ich gehe schon schwimmen. Warum ist hier unten Bliss? Oder sind das nur so Blubberblasen? What the hell, das ist weiter weg als ich dachte. Oh mein Gott! Ey, das haben die doch. Nicht verrecken. Das ist ein Taufbecken oder so für die bestimmt. Da liegt einer. Gut, ich hab's. Ach du Scheiße. Schön aus dem Wasser. Tauchen die auf einmal wieder auf. War klar, dass er sich bewegt, sobald ich ziele. Was? Klar. Mit Sicherheit. Ich meine, kann ja irgendwie nicht sein. Scheiß Helikopter. Probieren wir es nochmal.